Warum? Warum muss ich neue Kleidung tragen? Ich hatte meine doch gerade erst eine Woche an. Das ist unglaublich. Okay, ein neues Abenteuer wartet. Echos der Vergangenheit. Danke, dass Sie die Schmiede gekauft haben. Eine neue Mission wartet auf Sie. Entdecken Sie. Okay. Okay. Ja, ich habe alle DLCs, soweit ich weiß, gekauft. Ich bin im totalen Tomb Raider-Wahn. Damals schon gewesen und heute auch. Darf ich mich mal bewegen? Achso, bewegen darf Ich ich mich? Kenne deinen Namen nicht. Kann ich umdrehen? Entschuldige. Ach, jetzt. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin, Unuratu. Ätzli, du schuldest mir noch einen Bericht. Lauf doch nicht weg, ich wollte doch erstmal meine neue Kluft hier angucken. Ich meine, eigentlich steht mir das ja ganz gut. Auch wenn es schon so ein bisschen bieder aussieht, aber... Es passt halt nicht zu Lara, es ist kein Lara-Style, aber... Gibt es hier irgendwas zum Kaputtmachen oder zum Mitnehmen? Nein, das sieht nicht so aus. Können wir mit jemandem reden? Ich muss hier erstmal das Dorf erkunden. Ja, Entschuldigung. Ich wollte niemanden umlaufen. Ih, das ist ja ekelhaft. Sind das eure Schlammbäder, eure Fußbäder? Entschuldigung. Ah, da ist was. Punkte. Ihr wisst ja, ich bin punktegeil. Ich gucke nach allem, was Punkte bringt. Ach, da oben können wir... da sind wir nicht gerade hergekommen, oder? Ach, wir schon hier fliegen hier, oder? Moment, was ist das? Dafür habe ich nicht genug Platz. Achso, das ist Holz. Okay. Was machen wir damit? Können wir dich kaputt machen? Was? Y? Ein verstärktes Messer. Okay. Warum habe ich kein verstärktes Messer? Ich habe gerade mal das einfache Messer, soweit ich weiß. Da ist ein Seil. Okay. Kann ich damit irgendwas machen? Warte mal. Guck mal eben hier. Ist nichts. Nee, du sollst eigentlich da hoch, genau. Das sieht ja schon... Na, ja, das, Lara, das war jetzt sehr intelligent. Ich befürchte, dass das jetzt wirklich nur zum Runterrutschen ist. Sind wir von hier oben eben runtergekommen? Ich denke mal ja. Oh, hier ist was. Oder? Nee, das ist was völlig anderes. Was bist du denn? Du bist eine Tür. Wahrscheinlich ist das irgendwie so eine Art Nebenquest hier, nehme ich mal an. Oh, da ist noch was. Was? Ich habe Monolith entdeckt? Was wie? Oder ist das der da oben jetzt gewesen? Egal. Wir nehmen jetzt mal den coolen Weg hier runter, genau. Hui! Aua! Und man landet im Dreck. Also irgendwie ist der Weg doch nicht ganz so cool. Da oben ist kein Weg rum, oder? Ja, ich glaube, es geht nur hier rum. Entschuldigung, wollte ich nicht nachspritzen. So, hier sind wir auf jeden Fall eben gestartet. Und sie ist, glaube ich, nach links oben gegangen. Das heißt... Ist das was zu nehmen? Nein, ist das nichts zu nehmen? Moment, oder hinten ist, glaube ich, was. Oder? Da ist was. Hat mich mein Näschen doch nicht getrübt. Ach, ist das schön. So ein bisschen in der Gegend rumlaufen, mal zu gucken. Ach, da geht's jetzt. Ich kann da runterrutschen. Ich kann aber auch hier springen. Eieiei. Moment, da oben sind... Ah, das ist gut.
Hier sind Federn. Die klauen wir den Bewohnern doch mal. So, warum denn... gehst du da hoch? Warum den einfachen Weg gehen, wenn man auch Tomb Raider-mäßig springen kann? Waren wir hier oben schon drin? Nein, offensichtlich noch nicht. Ein Mahlstein, okay. Kann man die anzünden oder so? Okay, es wäre vielleicht nicht von taktischer Klugheit, wenn ich das jetzt anzünden würde, weil ich glaube, dass sie mit dem Holz noch was vorhatten. Ach Leute, das ist so groß hier. Das ist so geil. Ich würde am liebsten alles hier einzeln erkundschaften. Oh, hier ist ein... Oh, oh, oh. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ich will ihm helfen. Entschuldigung. Kann einer das für mich entziffern? Nein? Aber schön, dass ihr mich anbetet. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Was antwortet das Lama? Obwohl, das ist, glaube ich, kein Lama. Ach, das ist ein Paka. Alpaka? Wie heißen die Viecher? Irgendwas mit Paka, glaube ich. Ich komme gerade nicht drauf. Diese Packesel halt. Oh. Ja, ist das nicht letztes Mal so gewesen, dass wenn ich das gelesen habe, dass ich das oben, also dass das andere lesen konnte? Moment, das probieren wir aber noch mal kurz aus jetzt. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, lasse ich mich noch mal von den Leuten anbeten. So, betet mein Hintern an. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Okay. Es war echt gut gedacht, aber anscheinend nicht gut genug gemacht. Vielleicht sollten wir uns jetzt doch mal so langsam in die Richtung begeben, wo wir unsere Freundin verloren haben. Oh, hier können wir mit jemandem reden. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Aha. Und dieser komische Walker, so, ist das jetzt was Böses, oder... Nimm mal die Abkürzung. Was ist das? Moment. Ach, das sind, glaube ich, Kräuter gewesen, ne? Kann ich mit euch reden? Hallo? Hört mir denn irgendjemand hier zu? Konnte ich das gerade nehmen? Nee. Entschuldigung. Entschuldigung, war keine Absicht. Hat die mich gerade beleidigt, oder? Was gibt's noch mehr? Leute, könnt doch nicht so viel... Ah, könnt doch nicht so viel hier reinmachen. Ich wollte doch jetzt der Hauptstory eigentlich weiter folgen. Und jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, wo die Hauptstory hingelaufen ist. Sag mal, geht es noch, Junge? Erst bist du halt nackt hier gegen mich am Rennen? Und schiebst du mich noch weg? Mann, Asoziale gibt's hier. Wer bist du? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger... Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Hat er jetzt mit meinen Brüsten gesprochen? Sah jetzt fast so aus, ne? Was ich übrigens auch noch mal kurz erwähnen wollte. Ich meine, so geht es ja noch. Aber in den Zwischenszenen, ich finde es sowas von genial, wie die wirklich jede Narbe und jede Falte im Gesicht zeigen und die Augen wirklich hammer aussehen. Aber die Haare sind voll scheiße. Also, sorry, wenn ich das mal so sagen muss, aber warum vernachlässigen die immer die Haare? Wenn ich sowas realistisch machen will, dann doch auch komplett. Ich kann ihn sehen. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Das war jetzt aber nicht hundertprozentig synchron, Lara.
Haben wir hier noch jemanden, mit dem wir reden können oder dem wir die Ernte kaputt machen können? Aus Da hat sich der Gang nach hier schon wieder gelohnt. Überall diese halbnackten Männer, das lenkt irgendwie ab. Was ist mit dir? Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Warum hast du jetzt die Stimme eines Jungen unter dem Kleid an? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Oh, was ist das? Da muss ich hin. Da muss ich nicht hin. Ich kann nichts lesen. Ich dachte, du bist ein Monolith oder so. Du bist doof, du bist kein Monolith. Da könnte ich jetzt theoretisch hoch, aber... bringt man nichts. Okay, dann gehen wir mal mit den neuen Klamotten erstmal durchs Wasser durch. Die müssen ja auch dann so gut passen und so gut riechen wie die alten Klamotten. Hier ist nichts mehr. Links war, glaube ich, noch ein Kind, mit dem ich reden konnte. Oh, Moment. Hallo, du komischer Kerl. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Es verwirrt mich trotzdem, dass die Männer hier so eine Art Windeln tragen. Okay, hier sind Kräuter. Hier sind unheimlich viele Kräuter irgendwie. So, ich glaube hier irgendwo. Nee, mit dem habe ich schon gesprochen. Hier war doch irgendjemand, mit dem ich noch reden konnte. Was ist das für ein Zeichen? Monolith oder sowas? Gehen wir mal bitte aus dem Weg hier. Was ist hier? Ach nee, hier war einer zu sprechen. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Mhm. Ich hätte nichts, was er will. Ja. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Das ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Das würde ich auch tun an deiner Stelle. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, um wen es geht oder sonst was, aber ich stimme dir absolut zu. So, so langsam bin ich verwirrt. Ich habe den Orientierungssinn verloren. Hier gibt es auch noch was schön. Auch ist ja nochmal. Oh mein Gott, hier ist ja nochmal so ein richtiger kleiner Marktplatz oder sowas. Sie sagt wunderschön und hier wird gerade ein Hirsch kaputt gemacht. Nein, du solltest da drüber springen. Freiheit den Tieren! Ich habe sie gefunden. Juhu. Guten Tag. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Oh. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier. Doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen.
Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaro. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaro noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaro verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Ucho im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe.